Hi, wir schauen uns heute eine Geldfalle in der Fotografie an, in die ich früher nur allzu oft getappt bin und mittlerweile weiß, wie ich das Ganze ganz gut vermeiden kann. Damit du verstehst, was ich meine, lass mich vielleicht einfach eine kleine Geschichte erzählen. Ich verspreche dir, das macht alles Sinn am Ende. Ich bin ja jetzt schon seit ein paar Wochen in Madrid und eigentlich wollte ich letzte Woche schon ein Video mit einer Street-Fotografie-Runde machen durch die Stadt. Und es hat letzte Woche nicht wirklich geklappt. Also habe ich gedacht, na gut, ich habe jetzt diese ganze Woche Zeit, dann kann ich einfach jetzt mir die Zeit nehmen und einfach eine schöne Runde für dich zusammenstellen. Weil ich finde die Stadt einfach so unfassbar hübsch. Ich bin zum ersten Mal in Madrid, aber es ist echt, ich bin richtig verliebt in diese Stadt, weil du hast so schöne Gebäude. Ich bin jetzt hier gerade im Retiro Park, das ist so ein riesiger Stadtpark, ein bisschen vergleichbar mit dem Englischen Garten in München, wo Leute einfach draußen sind, das gute Wetter genießen. Du hast einfach sogar einen kleinen Bereich, wo sich die Schachspieler zum Schachspielen treffen. Das ist auch was ich aus Deutschland nicht kenne, dass ich irgendwo die alten Herren treffen zum Schachspielen im Park. Oder auch hier eine sehr große Straße, die Gran Via, die hat so beeindruckende Architektur. Ich bin wirklich echt sehr, sehr verliebt darin und ich finde das so unfassbar schön und ich würde das so gerne eigentlich in Fotos festhalten und mit dir auf YouTube teilen können. So, und wie versprochen, der Bogen zurück, was das jetzt mit dir, der Fotografie und der Geldfalle zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du dich an das Video erinnerst, das ich vor einer Weile gemacht habe, wo ich gesagt habe, Fotografie hat eigentlich so drei Hauptphasen, wo ich gesagt habe, es ist so ein Kreis oder ein Dreieck, je nachdem, wie du es darstellen willst, wo du in verschiedenen Phasen bist, die sich in Erschaffen, Experimentieren und Erholung aufgliedern. Und es gibt ja eigentlich ständig einen fließenden Übergang zwischen diesen Phasen. Mal bist du mehr in der einen, mal bist du mehr in der anderen. Aber es ist halt nicht so, dass du nur dauerhaft in einer Phase bist. Und ich glaube, mir gehen so gerade momentan so ein bisschen die Ideen aus, was ich irgendwie schön fotografieren könnte, weil ich ganz oft an schönen Stellen bin, aber halt, wenn ich ein Foto mache, denke ich so, irgendwie habe ich das schon so 3, 4, 5 Mal irgendwo anders aufgenommen. Das haut mich irgendwie nicht so vom Hocker. Das heißt, ich glaube, ich komme also gerade so ein bisschen aus so einer Arbeitsphase raus und bräuchte es wahrscheinlich eher sowas zum Experimentieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass davor so eine kleine Erholungsphase kommt. Die Sache ist, ich fotografiere jetzt schon jahrelang, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich so bewusst über diese Phasen nachdenke und mir einigermaßen erklären kann, warum ich mich gerade so fühle, wie ich mich fühle. Und gerade wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viel fotografiert hast oder vielleicht auch einfach dieses Konzept von den Phasen nicht so bewusst ist, dann ist es viel einfacher, in eine Geldfalle zu tappen. Weil was ich früher ganz oft gemacht habe, und ich mir vorstellen kann, dass das genug andere Leute machen, weil es dazu ja komplette Memes gibt, ist halt in so eine Phase zu kommen, wie ich jetzt gerade bin, wo du dich halt nicht so fühlst, als ob du sonderlich zufrieden mit deiner Fotografie bist. Und das Ganze dann aber mit Geld kompensieren wollen. Also wenn ich zum Beispiel nicht schon sehr viele Objektive ausprobiert hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir einfach einrede, dass ich gerade keine guten Fotos aufnehme, weil mir XYZ-Objektiv fehlt. Und wenn ich diese Brennweite hätte oder diese Offenblende nutzen könnte, dann würde ich auf einmal viel bessere Fotos machen und dann würde ich 1, 2 Wochen damit verbringen, alles über dieses Objektiv zu recherchieren. Aber wenn ich keine gravierenden Red Flags finde, dann würde ich wahrscheinlich zuschlagen und mir dieses Objektiv kaufen. Das heißt, im Kern gebe ich hunderte Euro aus, habe dann ein neues Objektiv. Das motiviert mich vielleicht so für 1, 2 Tage, weil ich es ausprobieren will. Aber ich komme relativ schnell an den Punkt, wo ich feststelle, so irgendwie macht das jetzt meine Fotografie auch nicht so viel besser. So, ja, ist ganz nett, aber ist jetzt auch nicht weltbewegend Neues oder anderes, was ich auf einmal machen kann. Und dann bist du wieder am Ausgangspunkt, dass du dich halt eigentlich nicht so motiviert fühlst, überhaupt fotografieren zu gehen. Aber das ist das, was ich mit der Geldfalle meinte. Weil für mich waren das früher ganz viele verschiedene Objektive. Für manche anderen ist es vielleicht auch irgendwie eine neue Kamera, ein Kamera-Upgrade. Aber am Ende läuft es halt immer darauf hinaus, dass du sehr viel Geld für irgendwie neues Equipment ausgibst, das am Ende nicht so viel mehr bringt und dich halt trotzdem nicht wirklich langfristig motiviert, mehr fotografieren zu gehen. Von daher heute das kurze Video von mir, damit du dir das vielleicht ein bisschen besser ins Gedächtnis rufen kannst, wenn du selber mal in so einer Phase bist. Weil ich dir versprechen kann, dass du auf lange Sicht sehr viele Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende Euro sparen kannst, wenn du dir diese Fotografiephasen versuchst ins Gedächtnis zu rufen und nicht halt versuchst, dir Motivation zum Fotografieren über Geld kaufen zu können. So, wie gesagt, das war aber alles von mir heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.